Carsten Müller-Tiedo ist Arzt und Wissenschaftler. Als Arzt behandelt er am Universitätsklinikum Heidelberg an Leukämie und anderen Formen von Blutkrebs erkrankte Patienten. Als Wissenschaftler versucht er, Wissenslücken zu schließen und die bestehenden Therapien zu verbessern. An Stammzellen faszinieren mich zwei Dinge. Das eine ist die Forschung. Das heißt, zu entdecken, zu erkennen, wie aus einer Stammzelle die verschiedenen Blutzellen entstehen und wie das im Körper passiert und wie das tatsächlich ein ganzes Leben lang hält. Und das zweite ist, wie wir heute mit Stammzellen Patienten helfen können, die wirklich durch so eine Therapie gesund werden. Leukämie ist Blutkrebs. Blutstammzellen mutieren dabei zu Leukämiestammzellen. Diese produzieren vermehrt weiße Vorläuferzellen, die allerdings nicht ausreifen und nicht funktionstüchtig sind. Die Leukämiezellen breiten sich im Knochenmark aus und stören die normale Blutbildung. Mit der Folge, dass das Blut nicht mehr genug Sauerstoff transportiert und seine Funktion der Wundheilung verliert. Für viele Blutkrebspatienten ist die Transplantation von Blutstammzellen die letzte Rettung. So auch für diesen Patienten, der 2009 völlig unerwartet an Blutkrebs erkrankte. Ich habe erfahren, da war ich auf dem Alpencross mit einer Gruppe, die ich über die Alpen geführt habe mit dem Mountainbike. Und da hat mich mein Hämatologe angerufen und hat mir gesagt, ich soll sofort in die Praxis zu ihm kommen und es wäre Krebs. Und habe dann ein halbes Jahr lang Chemos bekommen. Und ich bin dann regelmäßig zu den Untersuchungen gegangen und nach fast 5 Jahren haben wir dann festgestellt, es ist wieder da. Und da hat mein Hämatologe in Aschaffenburg hier in der Klinik den Professor Dräger angerufen und hat mit ihm einen Termin ausgemacht für mich. Und da hat es alles eingeleitet. Für seinen behandelnden Arzt Peter Dräger war schnell deutlich, dass dieser Patient dringend eine Blutstammzelltransplantation benötigt. Die Erkrankung war halt eine systemische Krebserkrankung, wenn man so will, des Blutes oder des lymphatischen Systems, die man mit einer Chemotherapie beim Teil der Patienten heilen kann. Bei ihm war es aber zum Rückfall gekommen und dann ist die Prognose eigentlich sehr schlecht, sodass deswegen die Transplantation notwendig war. Bei der Transplantation von Blutstammzellen braucht man einen Spender, der auf eine größtmögliche genetische Übereinstimmung mit dem Patienten hin gesucht wird. Ihm werden Stammzellen aus dem Blut entnommen. Diese erhält der Patient, nachdem sein defektes Immunsystem lahmgelegt wurde, sodass sein Körper die neuen Blutstammzellen annehmen kann. Stammzellen werden im Blutsystem bei der täglichen Bildung von Millionen von neuen Blutzellen benötigt. Stammzellen leben im Knochenmark und stellen zahlreiche verschiedene Arten von Blutzellen als weiße und rote Blutkörperchen her. Das größte Risiko ist halt die überschießende Immunreaktion, wenn das neue Immunsystem, was wir übertragen, was ja den Tumor bekämpfen soll, auch andere Organe angreift und an diesen zu Schäden führt, die unter Umständen lebensbedrohlich sein können. Wissenschaftler Carsten Müller-Tiedo will mit seiner Forschung die bestehenden Therapien verbessern. Wir erforschen, wie man Leukämien besser behandeln kann. Und ein wichtiger Teil davon sind Stammzellen. Das heißt, wir verändern zum Beispiel Stammzellen so, dass sie durch bestimmte Leukämietherapien nicht mehr getroffen werden. Ein wichtiges Problem der Leukämietherapie ist, dass die heutigen Therapien ganz oft die gesunden Zellen treffen und die Leukämiezellen. Wir wollen aber nur die Leukämiezellen treffen. Und wir sind gerade dabei, durch Genome Editing, mit dieser Genschere, die Stammzellen so zu ändern, dass sie durch die Leukämietherapie nicht mehr getroffen werden. Und dadurch können wir mehr Therapien geben, bessere Therapien geben und ganz spezifisch die Leukämiezellen vernichten. Und das geht ganz klar Hand in Hand auch mit den neu zugelassenen Gentherapien, die es schon gibt, wo wir mit sogenannten CAR-T-Zellen, chimären Antigenrezeptoren, schon heute in der Lage sind, Blutzellen so zu programmieren, dass sie spezifisch Tumorzellen treffen. In Heidelberg ist Müller-Tiedos Vision schon ein Stück Wirklichkeit geworden. Im speziellen Reinraumlabor werden Immunzellen eines Patienten genetisch so modifiziert, dass sie Krebszellen angreifen können. Der Patient erhält nun die Zellen transplantiert.
In diesem Röhrchen steckt die Hoffnung auf die lebensrettende Therapie. Wenn alles gut läuft, zerstören die Killerzellen vollständig die Krebszellen und gebieten damit der Krankheit Einhalt. Stammzelltherapien sind eine große Hoffnung für die Menschen, weil sich damit natürlich die Idee verbindet, dass man verschiedene Organe, nicht nur das Blut, sondern auch Herz, Leber, Gehirn, vielleicht alles auf irgendeine Weise regenerieren kann. Und wir wissen ja von anderen Organismen, dass das auch klappt. Vielleicht ist eine Möglichkeit, eben Blutstammzellen so zu programmieren, dass sie eben weitere Aufgaben übernehmen oder Regeneration ermöglichen oder bestimmte Schäden verhindern. Da gibt es ganz viele Ansätze.